die Lage ist bei uns aktuell, dass wir schon überrascht sind. Die Leute haben definitiv wieder Lust und auch Ambitionen, an die frische Luft zu gehen, sich sportlich zu betätigen. Von daher, ja, es ist unsere Ansicht erstmal, wir sind dankbar. Die Leute kommen wieder hoch auf den Hortberg, möchten gerne klettern, genießen die frische Luft und haben natürlich dann hier ja, einfach einen schönen Tag bei uns. Ja, so wie, denke ich mal, fast überall, gerade auch in der Gastronomie, mussten wir ganz klar die Auflagen erfüllen, die uns gegeben wurden. Wir haben schon im Vorfeld uns die Gedanken gemacht, wie wir es hier oben handeln können. Gerade auch bei dem Besucheransturm, der oftmals dann vorhanden ist. Wir haben die Laufwege optimiert, dass die Gäste sich einfach nicht kreuzen, da möglichst ja, weit voneinander entfernt bleiben. Das Biergartenkonzept haben wir umgestellt. Der Bereich Biergarten ist einfach abgegrenzt worden. Es ist eine Schlange kenntlich gemacht worden, wo man sich anstellen sollte. Da weiterhin auch bitte diese 1,50 Meter Abstand halten. Wobei wir da ja, sehr zuversichtlich sind. Wir sehen auch, die Gäste gehen super damit um, haben also dementsprechend Verständnis für. Ja, die Tische sind auseinandergestellt, so wie es sein soll. Ja, und von unserem Konzept her ist es einfach, dass die Leute sich ihre Speisen bestellen und wir geben es aktuell aus dem Bismarckturm raus. Heißt also auch da, wenn die Gäste bestellt haben, haben sie halt einfach ein bisschen Zeit aufs Essen zu warten oder müssen dann halt diese Zeit warten und dürfen sich dann das Essen am Turm abholen. Ja, den Innenbereich geben wir aktuell noch nicht frei. Haben da natürlich auch immer Spielraum. Also wir sind ja hauptsächlich hier oben bei gutem Wetter oder wir sind natürlich bei jedem Wetter eigentlich dann da. Das Gästeaufkommen ist bei gutem Wetter dementsprechend so hoch, dass wir hauptsächlich den Biergarten frequentieren, dass wir da bewirten. Falls jetzt an Tagen Gäste da sind, wo das Wetter dementsprechend nicht so schön ist, nutzen wir unseren Grillpavillon oder die Gäste nutzen ihn aktuell so oder so. Haben aber auch die Möglichkeit, das Bistro ja, nach kurzer Zeit einfach auch wieder freizugeben für kleinere Gruppen. Beispielsweise ein Kindergeburtstag bis 10 Personen ist erlaubt. Von daher könnten wir da mittlerweile auch schon ja, diesen Kindergeburtstag auch im Baumhaus wieder bewirten. Ja, ein Stück weit Verunsicherung war da, klar. Ich denke, das war bei jedem oder wenn man halt außerhalb der eigenen Wohnung unterwegs war, wie verhält man sich jetzt? Wir haben uns den Spaß am Anfang schon fast ausgemacht zu sagen, wir haben bald nicht nur den Kletterwald, sondern auch den Schilderwald, weil wir einfach so viele Schilder aufgehangen haben und Desinfektionsspender im Wald. Natürlich auch mit dem Konzept her, dass wir jetzt keinen Edelstahlkasten in den Wald stellen, sondern das schon angepasst haben. Die Gäste sind einfach teilweise verunsichert gewesen. Man muss aber sagen, sobald sie bei uns auf dem Platz waren und so mit dem ersten Mitarbeiter gesprochen haben und wir ja auch selber versuchen einfach ja, freundlich und nett auf die Gäste einwirken, war da dementsprechend dann die Hemmungen oder die Scheu, man weiß nicht genau Bescheid, wie funktioniert es hier oben, war relativ schnell vorbei. Ja, und ab da beginnt dann eigentlich der Spaß bei uns. Ja gut, die Saison begann später als gedacht. Normalerweise öffnen wir Ende März. Das Ganze hatte sich etwas nach hinten verschoben. Jetzt aktuell sind wir natürlich ja, gerade auch in den Sommerferien von dienstags bis sonntags hier oben. Die Einweisungszeiten sind jetzt aktuell früher. Also wir fangen um 9.30 Uhr an, um das Ganze dann auch einfach über den Tag etwas zu entzerren. Die Einweisungsgrößen sind trotz alledem noch reduziert, deswegen einfach mehr Einweisungen über den Tag verteilt. An den Öffnungszeiten ändert sich so gesehen nichts, also wir sind so lange hier oben, wie die Gäste klettern dürfen, jetzt aus baumhaustechnischer Sicht. Gerade wenn die Gäste, die letzten, die noch im Park sind, dann abends aus dem Park kommen, haben natürlich viele noch Lust auf ein kühles Getränk oder noch ein Eis für die Kinder und dann sind wir dementsprechend noch da.
Ja, es sind natürlich schon weniger geworden. Da müssten wir jetzt lügen, wenn wir sagen würden, es ist dasselbe, wie es jetzt 2019 war. Mhm. Trotz alledem merkt man jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt in dieser Pandemie, dass wir wahrscheinlich ja durch dieses Outdoor, die Leute wollen raus, die sind an der frischen Luft, fühlen sich ein ganzes Stück sicherer. Einfach auch, glaube ich, als in der geschlossenen Gastronomie. Von daher sind wir jetzt schon wieder an einem Punkt, gerade jetzt in den Sommerferien, wo es einfach ja, fast normale Züge wieder annimmt bei uns. Also wir leben jetzt im Hier und müssen da ganz klar sagen, wir sind ein Saisongeschäft. Wir arbeiten noch bis Ende Oktober. Danach ist dann der Kletterpark sowieso bis im neuen Jahr, bis im März wieder geschlossen. Von daher, wir hoffen einfach ganz stark, dass es sich nicht noch zu einer zweiten Welle entwickelt im Herbst. Ja, wiederum müssen wir einfach jetzt darauf bauen, zu sagen, aktuell sind die Gäste da. Wir wollen, dass die Leute Spaß haben, zu 100% zufrieden sind, einen tollen Tag im Wald verbringen. Ja, und was wirklich kommt, das ja, lässt sich nicht beeinflussen. Da müssen wir halt auch mit leben, aber jetzt aktuell sind wir erstmal optimistisch.